Die Playoffs der DEL für 0 Euro. André Anke, schon wieder Verlängerung, aber schon wieder ein Sieg, 85. Minute. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Spiel? Ein Spiel wie die anderen. Es war sehr, sehr eng, sehr, sehr hart umkämpft. Und heute war es auch noch extrem schnell, ein extrem schnelles Spiel. Und ich bin froh, dass wir heute gewonnen haben. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ihr konntet unheimlich gut mithalten. Und vor allem hattet ihr anscheinend in der Verlängerung mehr Power als München. Ja, ob das so ist, weiß ich nicht. Wir konzentrieren uns auf uns. Wir wollen die Sachen machen, die uns bis jetzt zum Erfolg gebracht haben. Das haben wir heute wieder gemacht, haben sehr, sehr konzentriert gespielt, über drei Drittel auch in der Verlängerung sehr, sehr konzentriert und sind am Ende belohnt worden. Nach dem 0:2 habt ihr ziemlich schnell die Antwort gefunden mit Brunos Tor und dann deinem zweiten Tor. Kannst du das nochmal beschreiben? Wir haben die Scheibe gewonnen an der roten Linie. Marcel Nöbels hat zum Julian gespielt, der zu mir. Ich hatte ein bisschen Platz und habe einfach abgezogen und war im Tor. Und dann das Tor in der Verlängerung. Das Überzahlspiel war eigentlich schon fast vorbei. Ihr habt aber trotzdem den Puck nochmal gewonnen und dann sah es erst so aus, als ob Buschi doch schießen wollte, oder? Das weiß ich nicht. Buschi hat mich dann, glaube ich, noch gesehen. Aber alles in allem muss man sagen, sehr, sehr gut gemacht von Fischi an der blauen Linie, dass er Buschi da sieht, dass er die Scheibe nicht einfach wieder tief bringt, sondern quer bringt. Das hat das Spiel geöffnet und Buschi ist halt einfach eine coole Sau, sage ich mal. Der hatte abgewartet, bis ich da war und dann habe ich ihn reingemacht. Wie viel Schub gibt das euch nochmal für das Heimspiel jetzt am Sonntag? Natürlich sehr viel Schub. Wir freuen uns, dass wir hier das erste Spiel gewonnen haben. Aber im Endeffekt steht es jetzt erst 1-0 in der Serie. Wir freuen uns jetzt, dass wir zu Hause vor unseren Fans spielen können, die heute uns auch hier wieder super unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns einfach auf Sonntag und wollen Sonntag nachlegen. André, vielen Dank und viel Glück Sonntag. Bitteschön.